Ja, einen wunderschönen guten Tag zu wünschen hier bei Kena, einem wunderschönen Spielchen, grafisch unvorstellbar, hier auf der Blaze 5. Und ich spiele es blind und ich habe überhaupt keine Ahnung. Wir haben das letzte Mal, sind wir mehr oder weniger mal gestartet, ja, sind noch in den Kinderschuhen mehr oder weniger und haben den ersten Rott oder die erste Rotte, ich weiß nicht, gefunden und der hupft dann im uns da auf dieser Druckplatte umher und jetzt schauen wir, wie wir weiterkommen, was wir machen müssen. Also wir müssen die ganzen kleinen etwas da einfangen, einsammeln und dann weiß ich nicht, was dann passiert, weiß ich nicht. Wir haben alles sehen, können wir die dann in einen Zoo bringen oder ich habe keine Ahnung. Entschuldigung, Frosch im Hals. So, folgendes, L1 haben wir gelernt, einen Impuls, bam, zu machen, setz. Und mit dem können wir Sachen öffnen, Tore und so weiter. Wir müssen Kristalle und so weiter zum Leuchten bringen. Und setz wird zum Beispiel. Und dann können wir oft weiter. Kämpft haben wir auch schon einmal einen Tutorial-Kampf im letzten Part. Aber das waren so komische, wie so Geisterskelette. Oder was weiß ich, was das sind. Oder so, ja, keine Ahnung. Und extrem cool jedenfalls. Ja, ich bin ganz, ganz spitz und voll Erwartungen, was mit Dano alles, was da alles noch sein wird. So, drücke X, um zu springen. Drücke X in der Doppelsprung X, das habe ich gern. Ich liebe diese Art von Hupfer. X und noch einmal X. Ganz toll, ganz toll. Und wie gesagt, das Kampfsystem. Leichter, schwerer Angriff. R1, R2, einfach nur super. Erinnert mich so sehr an die ganzen Souls-Spiele. Und ihr wisst ja, wie geil ich Souls-Spiele finde. So, ja, das Kämpfen, Schlagen, so, glaube ich, weiß ich nicht. Ja, ist so, ne? Aber ich meine, gibt es da einen anderen, dann auch das Mann eigentlich? Nein, okay, passt, ist wurscht. Wir hupfen einfach da mal auf und da geht es eh da weiter. Da geht es eh da weiter. Allerdings muss ich da jetzt mal einen Doppelhupfer machen, einen Hopser machen. Ah, wie schön das ist. Wie schön es hier ist. So, wir schauen einfach einmal weiter. Wir werden dann sicher Feindkontakt, nehme ich an, auch bekommen, weil das kann man nicht vorstellen, dass das so ruhig und idyllisch bleibt. Ja. Und überall diese wunderschönen Steinskulpturen. Gell. Was? Da ist sie, lauf. Achso, ja, die Kleinen sprechen untereinander, miteinander. Und okay, da sind neue Rotte. Wo sind's denn Rotten? Und ich habe das Gefühl, dass sie die verdammt gut verstecken werden. Also das wird für mich natürlich schon eine Herausforderung werden, ja. Die besten Augen habe ich auch nicht mehr. Ja. Kante greif. Ah, okay. Boah, da geht's runter. Da geht's runter. Einen kleinen Moment, bitte, ganz kurz. Ganz kurz. So, Entschuldigung, musste ganz kurz weg. Musste kurz ein Telefonat entgegennehmen. Und bin schon wieder da. So, ja, wie gesagt, der Urnle oben geht's da, gell, da hat sie sich auf der Kante festhalten müssen. Der hat die da so ein Ding gemacht jetzt? Ah, nein, okay, da hab ich's geglaubt. Okay, gut. Ja, wo waren die zwei, die Rotten? Wo sind die? Wo sind die Rotten? Wo sind die? Ja, ich werde das jetzt wahrscheinlich zusammenschneiden, schnell, dann merkt es gar nichts, dass da, wird dann Cut machen. Es war eh nur eine Minute. Ah, da ist ein Irrlicht. Ist das eins? War das eins? Ah, da sitzt sie schon. So, kann ich mit dir? Kann ich dich so? Oder muss ich? Kann ich mit der eins? Okay, jetzt kann ich es einsammeln. Jetzt geht's. Okay, das ist ein größerer, gell? Rot gefunden, 5. 1 von 5. Okay, das wird einem, Das ist nicht schlecht, aber schlecht kann da werden, gell? Nein, es ist nicht schlecht, dass einem das angezeigt wird. Ja? Na und der, also der ist schon, mehr oder weniger. Kann ich den noch? Ah, nicht, sagt der, rennt mit. Mein Gott, der bleibt bei mir. Na, ist es lieb, jetzt habe ich da einen Verbündeten, der was mich begleitet. Na, das ist aber echt süß. Wow. Okay, gut, also müssen wir nochmal kurz sammeln und ordnen, vor allem. Da bin ich Kummer. Gut, dann, ich weiß nicht. Da geht es weiter geradeaus. Na, wir werden einmal, ich will mir da so viele Sachen anschauen. Diese sind das Orchideen? Zumindest schauen die so aus. Und das sind Giftpilze, weil meistens solche Farben, die sind meistens nicht recht gesund. Soll ich mal zuerst da umgehen? Also da kann man eh nicht umgehen, da ist ja schon aus. Ja, man denkt, der sagt, das ist da. Man denkt, da könnte ich weiter. Aber das ist doch auch irgendwas, oder? Ist da auch nur eine Rotte? Oder Rott? Weiler? Ist da auch nur ein Rottweiler, wo? So.
Gut, dann schauen wir da weiter. Wahrscheinlich wird es da dann eh nicht weitergehen. Eine Map war nicht schlecht, so eine kleine Minimap. Das ist halt schon ein bisschen. Ich hoffe, das wird nicht zu umfangreich da weiter, und verirre ich mich einmal. Weil wenn ich mich verirre bin, da ist aus. Da gehen wir nachher. Schauen wir mal da zuerst. Aber ich muss sowieso, bevor ich nicht alle fünf Rotten habe, gehe ich nicht weiter. So, ist da. Zeigt mir. Ah, okay, da ist der nächste. Das zeigt mir eh das an. So, das ist der nächste. Super. Jetzt lieb. 2 von 5. Ich bin unvorstellbar gut. So. Jetzt habe ich schon 2. Mein Gott, das ist echt süß. So. Jetzt kann ich da um. Warte, das ist schon ein bisschen verwinkelt da schon. Jetzt schon. Also, für mich ist das schon ein bisschen Herausforderung jetzt. So gleich, als wie es ist. So, da bin ich aufgekommen. So, wenn wir da drüber hupfen, ist da drüber. Okay, da geht's da oben weiter. Da sind die Kleinen. Ja, ich geh mal da oben, ich schau da einmal, ist eh wurscht. Wow. Ja, ich mach dazwischen immer mal diesen. Da ist das der nächste. Mhm. Wieder Rotte. Oder Rott. Okay, jetzt was? Drücke, um mit dem Rott zu interagieren. Okay. Was? Niesen, tanzen, küssen, aufstehen. Okay, ich kann mit einer. Mein Gott. Gut, dann darf ich mal niesen. Kann ich? Ah, der ist jetzt bei mir heroben, sogar auf der Schulter sitzt er. Tanzen? Wollen wir tanzen? Kann er? Moment, ich schau nochmal. So, küssen? Küssen? Okay. Ich don't know, Gott, ich weiß nicht. Jedenfalls ist wurscht. Sie sind bei mir. Ich habe einmal 3, das ist gut. Und ja. Da sind, ja, 1, 2, 3, genau. 2 Fünfer noch. Die Laternen da auch so schön, diese, ja, Lampions da. Gut, jetzt bin ich da und käme nicht mehr aus. Da muss ich, glaube ich, dann eh schon weiter, gell? Wie da schon sei. Ich schaue noch ganz kurz unten. Von da bin ich gekommen. Da draußen ist es voll zu, ich weiß nicht, ist da entweder eine Hochzeit, wenn man da die ganzen Autohupen hört, aber es ist, glaube ich, am Fußballplatz ist auch gerade wieder ein Matchchen, ja, und ich weiß nicht, ob man das hört, sollte man es hören, dann war es eben das. Ja, ich gehe jetzt, ich schaue nicht, okay, und man kann unten, genau, unten auch eben gehen, und dann kommen wir da unten durch, wo wir da oben gegangen sind, okay, alles klar. So, jetzt können wir da schauen. Ah, soll ich erst da einmal schauen? Da geht's auch dann lang. Und dort geht's auch viere. Wenn ich wüsste, wo der Hauptweg ist, gell? Weil ich gehe immer zuerst einmal dort die anderen Wege an. Da sind wir genau, da waren wir jetzt oben, sind wir runtergegangen. Ja, ist wurscht. Wir brauchen sowieso nur 2 Rotte. Was ist da in der Nischen herbei? Was ist da? Oh Gott, da geht's auch weiter. Aber ich glaube da. Mario, ist das ein Wahnsinn. Nein, ich glaube, da bin ich, oh, Wahnsinn, ne? Da geht's, da ist eine Kiste. Sag mal, und ein Rott, wieder einer. Öffnen, ich öffne da mal zuerst. Was kriege ich denn da jetzt? Achso, ein Rott. Ihr lacht, ne? So, okay, war wirklich einer drin, coole Sache. So, 4 von 5? 4 von 5 haben wir schon. So, ist da, geht's da unten einer eh nicht weiter wahrscheinlich. Das ist dann eh nur ein. Ja, Gott sei Dank, weil was, wenn da nur weg gewesen war. Boah, das war dann schon ein bisschen. Okay, dann war das nur so ein Sackgassenbereich. Diese Nische. Also, ja, ich habe einen Doppelsprung auch, ne? Habe ich ja auch. Es ist so schön. Es ist so schön da. Selten so ein schönes Spiel gespielt. In der letzten Zeit zumindest. Ja, was die Grafik betrifft vor allem. Da wird es weitergehen, oder? Geht es dort weiter? Nein, ich schaue da mal zuerst. Soll ich da mal schauen? Kann ich da? Das schaut mal ein bisschen giftig aus oder gefährlich. Oder? Geht es da weiter schon, oder? Ich schaue nur. Sammle mehr Rot, um dieses Todeszonenherz zu reinigen. Okay, gut, also da bin ich noch falsch. Gut, ich habe mir es eh gedacht. Ich habe mir es fast gedacht, dass ich da noch nicht richtig bin. Ja. So, ein Spiel speichert ist gut. Ja, dann war da oben, wo ich, dort oben war ich.
Dann schauen wir da einmal um. Kann ich da. Ja, das ist einmal gut. Ja, das ist sehr gut sogar. Ich glaube, es ist richtig, was ich da mache. Bis jetzt. Aber schaut es erst unten. Ich gehe schon einmal eine Runde schwimmen. Ah, wie schön es da ist, man. Von der zwickt mir nicht eine Kröte oder irgendein Frosch von unten wo eine. Das war nicht so angenehm. Ein Stuttel vielleicht gar. So, nein, Entschuldigung, war Spaß. Natürlich nicht. Ne? So, da komme ich nicht durch. Kann man eigentlich tauchen? Ah? Moment, ich schau mal. Nein, kann es nicht. Tauchen kann es nicht. Oder vielleicht will es nur nicht. Entschuldigung, der hat der Entwickler wahrscheinlich gesagt, die können am Wasser stehen. Hey, cool. Jesus. Die haben wahrscheinlich die Entwickler gesagt, im Vorfeld, hat die Kenner einer gesagt, wisst ihr was, das Tauchen nimmt es außer. Weil ich mag nicht unter Wasser, wegen meinen Haaren und so, gell. Weil dann brauche ich wieder 5 Stunden, bis ich die wieder hinkriege, so, wie ich es hab. Gell. Und darum haben die das dann gesagt, und dann streichen wir das außer. Halt. So, wir haben einen Doppelsprung, dann hupfen wir da mal um. Und nur einmal. Und da hinten, ich glaube, da ist da hinten ein Wasserfall. Der fünfte Rotz ist, Rot, nicht Rotz. Rot natürlich. Oder? Stimmt's oder habe ich recht? Rotte? Rotte? Jawohl! Wirklich war. Super. Super, dann sammeln wir dich mal ein. Das kriegen sie mal. Oh, viel lieb. Level 1! Wow, wir sind Level 1. Die Rot können jetzt mehr Aktionen ausführen. Okay, die Rot helfen können. Dein Team von Gefährten ist gewachsen. Und dir steht jetzt eine Rot-Aktion zur Verfügung. Drücke Viereck, um die Rot auf Objekte in der Umgebung zu schicken. Okay, sammle Rot, um aufzuleveln und mehr Rot-Aktion zu haben. Okay, gut. Also da, okay, man kann mit denen dann, die helfen einen dann wirklich. Also sie laufen nicht nur mit einem mit, ja, als Zeitvertreib, sondern die können da wirklich helfen. Finde ich nett, ja. Finde ich echt lieb von einer. So, dann hupfen wir da mal. So, jetzt werden wir da wahrscheinlich dann weiter können, weil, wie gesagt. So, das haben wir. So, das war Viereck-Taste, haben wir gesagt. Achso, kann ich jetzt schon, oder? Achso, muss ich da erst, Moment, ich schau mal was. Achso, für was ist das da eigentlich gut? Niesen, tanzen, küssen. Tanzen? Was ist dann nix, gell? Sieht dann nun nix. So, was ist da? Also jetzt muss da mal schauen, eine Beleuchtung hinzufügen. Aha, ich kann mich. Hä? Autofokus? Okay, egal. Also das war. Oder kann ich das überhaupt schon machen? Niesen? Egal. Wir kommen nur drauf. Wir kommen nur drauf. So, Rot verwenden. Das ist, sagt man nicht, oder? Ich verwende dich. Gell? Dass man ihn verwendet. Gell? Wie ein Ding. Wie ein Etwas. Gell? Das sind ja alles Lebewesen. Gell? Ich verwende dich nicht. Ich bitte dich, mir zu helfen. Ja, hört sich ja viel besser an. Also bitte hilf mir, Rotti. Ja. Boah, bist du gerade durchgegangen. Gell? Hast du das gesehen? Bäm, und fuhren waren es. Bist du narrisch. Drücke 1, um zu pulsieren und das Todeszonenherz zu zerstören. Ja, also wahrscheinlich muss ich ein Stückchen näher gehen. So, Rot verwenden. Und beim. Ja, so geht's. Okay, so wird's gemacht. Ich war aber zu langsam, war ich. Na, toll. Toll gemacht. Ja, und jetzt gefällt es mir natürlich da schon ein bisschen besser, gell? Alles wieder grüner und vor allem, ja, gesünder wirkt es jetzt. Ah, die Musik, das pfeifert. Das ist so beruhigend, wirklich war. Sehr schön. Echt toll. Okay, aber ich habe mit dem Steuerkreuz, wie gesagt, weil ich noch mit dem Steuerkreuz noch rechts drücke, dann habe ich die komischen Möglichkeiten. Da küssen? Boah, die küsst ja nicht. Niesen? Okay, oh ja, der niest schon, aber das sieht man so schlecht. Der Kleine, der ganz Kleine ist das. Küssen? Ah, okay, ich verstehe. Okay, also der Kleine macht das Tanzen, dann schauen Sie das auch an. Aha, der Hup.
Okay, na voll. Ja, das sind so kleine Spülereien wahrscheinlich. Das hat jetzt nicht Auswirkungen auf das Spiel wahrscheinlich, oder? Das ist einfach, ja, auf Lieb, ne? Einfach auf Lieb. So, und wenn man Steuerkreuz, ja, das Steuerkreuz nach links, Steuerkreuz nach rechts geht eh nicht. Und, oh ja, der macht es selber. Und Steuerkreuz nach oben, ja, da ist das Komische da. Aktion, Beleuchtung hinzufügen, Höhe, Zoom, Fokus. Ah, das ist Ding, ein Foto machen. Foto kann man da machen, Fotomodus. Ja, das brauche ich jetzt nicht. War nicht Foto, nein, nicht. Ich brauche jetzt fotografieren, war nicht. Okay, alles klar, also man denkt, was ist denn das? Fotomodus und Steuerkreuz oben ist auch noch nichts. Okay, gut, ja, passt einmal. Sagen wir mal ja. Passt, dann haben wir das auch. Passt, habe ich schon gesagt, passt. Habe ich vorher schon mal gesagt, passt. So. Entschuldigung. So. Gut, wir müssen da rauf, glaube ich, auf diesen, über diesen Baumstamm da. Geht's, glaube ich, weiter. Also bis jetzt, ich hoffe, es bleibt halbwegs linear. Ja. Also natürlich, wenn ich von Haus aus weiß, es ist ein Open-World-Spiel, stelle ich mir drauf ein. Nicht? Aber da bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich drauf eingestellt, auf Open-World. Also ich bin jetzt nicht im Open-World-Modus eigentlich, ich selber, für mich. Sondern ich wünsche mir da sogar bei dem Spiel, dass das zumindest teils linear bleibt. Ja. Weil sonst, das kriege ich meinen Schädel nicht mehr zusammen, glaube ich. Sonst. Darum hoffe ich wirklich, dass das ja... Ja, dann müssen uns mal gescheite Karten geben, aber sonst ist das fast unmöglich dann, wenn das noch schlimmer wird. Ich hoffe, es bleibt so, wie es ist. Von, ja, aber was ist, habe ich schon mal gesagt, dass das Spiel so schön ist? Achtung, Nase juckt. passt. Da kann ich auf, wahrscheinlich. Ich schaue nur, da kann ich wieder Party gehen. Dort hinten. Okay, wir gehen da gleich weiter. Ich hupfe da mal kurz auf. Ich schaue mal da. Kann ich überhaupt? Ja, kann ich. Sie kann sich an Kanten festhalten. So, sonst ist da glaube ich eh nichts. Da drüben könnte wieder was sein. Wahnsinn. Okay, nein, ich glaube, ich werde eh oben schauen. Vorher nochmal kurz. Aber vorher schaue ich da nochmal. Ah, da ist glaube ich wieder einer. Da ist glaube ich wieder einer, oder? Ja, da oben sitzt er schon. Komm her, drücke in eine Richtung und um irgendwann Kanten zu springen. Ja, okay. Ja, habe ich gesagt. Okay, da muss ich auf. Okay, ich gehe gleich auf. Dann ist das der Hauptweg. Dann hupfe ich da und schaue ich kurz unten nochmal. Ah, super. Super. So, da sind wir gerade oben gewesen. Wie klar das Wasser ist, gell? Also einfach da kannst du Wasser trinken. Nicht so wie unsere Bachen überall, pfui der Teufel. Über Schwermetall verbleit und ja, eine gesorgt gut und wah, ich möchte es gar nicht wissen. Schau, wie schwimmen, voll lieb, ne? Voll lieb, meine Fünfe. Und das werden stetig mehr, gell? Aber das ist, wie gesagt, ein Bacherl wie aus, ja. Wie gezeichnet, ja. Wie aus dem Bilderbuch. So wie das Spiel eben ist. So, da oben müssen wir weiter, glaube ich. Dann schauen wir da mal. Genau, einfach auf, ja, das geht jetzt ziemlich zackig. Gut, wo bist du? Ich hoffe, sie ist noch da, oder er? Ah, okay, da müssen wir jetzt wieder, da brauchen wir jetzt wieder die Hilfe von denen. Da ist wieder alles versifft da vorne. Da herum ist eh nichts mehr, oder? Ja, fahren wir wieder. So. Also, zumindest haben wir noch keine Gegner. Gegner haben wir noch nicht, wirklich. Ich hoffe, es kommt dann noch, schon noch was. Weil wir können nicht zum Spaß schlagen. Wir sind eine Kampfmagierin. Also wir sind jetzt nicht nur eine normale Magierin, sondern wir sind Kampfmagierin, ja. Wir können auch ordentlich Nahkampf, gell? Ordentlichst. Ah, das ist der Erzwarer, der Brutale. Genau, der Kabus. So, gut, dann war, wie haben wir gesagt, der Viereck, glaube ich, so war das. Viereck. Was? Gegner erschrecken die Rot. Die Rot sind verängstigt und haben sich versteckt. Greife Feinde an, um Mut aufzubauen. Verwende Mut im Kampf, um Rot-Aktionen durchzuführen. Okay. Ja, dann macht mir einen Mut. Ich zeige euch einmal, wie es gemacht wird. Aber die Gegner sind cool aus. Also. Die sind so Wurzeltypen, ja? Mit so einer Maske. Rot, die Rot sind bereit. Sie können Todeszahnherzen zerstören oder Feinde binden. Drücke und das... Das wissen wir. Okay, dann machen wir das gleich. Halte L2, um zu zielen und drücke dann, um Gegner zu binden. Aha, die kann man binden, ah? Ja, muss ich mal kommen. So, mal so. Und dann binden wir. Ah, okay. Okay, coole Sache. Allerdings, ja. Okay, das ist natürlich dann einfacher, nicht, wenn es das, ja.
Sonst geht, kann ich jetzt schon. Kann ich jetzt schon kennen. Okay, nein, ich muss glaube ich den Kampf erst fertig machen. Ah, coole, coole Sache. Coole Sache. So, jetzt kann ich die Rot verwenden. Jetzt kann ich wieder verwenden. Und Impuls? Funktioniert schon? Oder? So, ich bin. Au! Ich bin euch nur mal. So, wie war das? So war das. Und binden. Binden. Binden habe ich gesagt. Binden. Hallo. Hey, okay, was war das für ein kurzer Ausweich? Cooler Ausweich, Dingsbums da. Move. Moment. Au! Ah? So nicht? Ich geh machen so gleich. Machen wir so gleich. Bam! Super gemacht, ne? Super gemacht, ja. So, jetzt sind sie wieder da, okay. Gut, und jetzt können wir in Ruhe die Rots verwenden. So, und Impuls. Ich glaube, ich muss ein bisschen näher hin. Nur mal. Nur mal. Achso. Achso, ja, so passt der, oder passt. Und ja, schön. Ah. Oh, ist das schön. So. Jetzt muss ich nochmal schauen. So war das dann. Und dann war's. Moment. So und. Echt cool, der Move. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Okay, gut. Dann wissen wir das auch. Wow. So ist da sonst noch irgendwo einer. Hat sich da noch einer versteckt irgendwo? Ah, Domen. Domen ist er. Domen. Domen. Ja, okay, passt. Dann gehen wir auf. Oh, ruck, Doppeljump und bam, bam. So. Bist du? 1, 2, 3, 4, 5. Nein, nicht mehr noch 5. Da kann man es als Kante greifen. Ach so, weil ich wieder oben will. Ja, will ja nicht. Ich will nicht schon wieder zurück, gell? Ich will nicht back to the roots. Ich will nach vor. So, wir haben schon wieder 22 Minuten. Mates, die Zeit verrennt da wie im Fluge bei dem Spiel. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Kännchen. Hm? Was tun wir? Gehen wir weiter, gell? So, überleg gerade. Ja. Nein, mit dann noch ein bisschen. Okay, da geht's jetzt einmal rüber. Und da geht's weiter und da ist wahrscheinlich nichts. Schauen ganz kurz. Ich muss ganz kurz da nur schauen. Ich krieg ständig Nachrichten. Ich bin so ein begehrter Typ. Ist unvorstellbar. Ja, da. Dauernd scheppert es da bei mir am Handy, das ist unvorstellbar. Man hat nicht seine Ruhe. Man hat nicht seine Ruhe. Ja, nicht einmal am Wochenende. Es ist gerade Wochenende. So, gut, ja. Gut, was will ich, was soll ich, was mache ich? Ja, ich weiß eh, da gehen wir gleich hin. Ich schaue vorher da kurz noch da in die Nische rein. Da ist doch auch irgendwas, was ist da? Rot verwenden. Okay, verwenden wir euch da mal. Was macht ihr jetzt? Ah, die haben wir die Bären aber, ja. Das sind so lauter so Bären. Hey, was ist mit euch? Hey, die haben es zerstört. Wie war das? Ist gut so. Hey, wieso? Okay, ja, wird schon. Die werden schon wissen, was dann, ne? Ich hoffe es. Denn sie wissen nicht, was sie tun, ne? Wird eher sein, glaube ich. So, Rot verwenden wir es wieder da. Die wissen eh, was dann, gell? Die Rot sind wirklich stark. Geschlechte, oder? Die Rot können bestimmte Objekte in der Umgebung bewegen. Wie Ameisen, gell? Drücke 4, um die Rot ein Objekt aufheben zu lassen, sagt den Rot, wo sie hin sollen, indem du mit L2 zielst und dann 4 drückst. Okay. Aber das ist aber nicht. Ja. Nein, es wird wahrscheinlich dann ein bisschen rätsellastiger, wenn sie dann schon mehr Sachen kennen. Man muss ja dann Sachen kombinieren, gell? Und so. So, da haben wir jetzt eh schon wieder was. Da haben wir 3 so Symbole. Schau, ich lasse jetzt stehen, bis sie keine Kraft mehr haben und dann platsch, gell, ans Druck, ne? Nein, natürlich nicht, bin ja ein Lieb, ne? Bin ja ein ganz ein Lieber, würde ich nie machen. Objekt freigeben. Warte, du musst einmal freigeben kurz. Okay, na, sie gehen doch auf die Seite, wenn sie nachstellen, ja. Sie gehen doch auf die Seite. Gut, wo, ich schau gut. Ich probiere jetzt was. Komme ich da einmal auf? Komme ich da nur mehr auf? Nicht. Dann schau ich einmal, kann ich da um die Ecken rum? Da. Wahrscheinlich. Da muss, ja, jetzt zirkt die Schwierigkeitsstufe natürlich immens an. Immens. So. Gut, dann nehmt den Block da mal mit. Okay, kommt. Wo gehen wir mal hin? Da so. Ja, da vielleicht. Stellt es dort einmal hin. Ich glaube, wir messen ein bisschen weiter um, gell? Da ist auch was.
da muss man wirklich. Aber das ist die Art von Spiel, die mir gefällt. Ja. Komme ich ja gar nicht so auf. Nein, okay. Gut, da muss ich noch da herstellen. Dann bitte stützen wir ihn da her. Und schauen wir da mal. Soll es jetzt ausgehen eigentlich, oder? Stimmt das oder habe ich recht? So, schauen wir da mal auf. Hallo? Hallo? Ach so, ja blöd, ich muss ja so weit freigeben. Ne? Wenn ich mich auch noch aufstelle, natürlich, die brechen dann zusammen, drum haben sie nicht mehr können. Die haben schon so, geh oben, du bist schwer. So, natürlich geht das sonst nicht, gell. So, jetzt, voll fies, ne. Da drüben natürlich auch, ich weiß nicht, was der Hauptweg ist. Moment, ich geh nochmal alles schnell. Aber ich glaube, da muss ich eh weiter, oder? Ich schaue schnell da noch. War die Bären vor, oder was das waren? Was war das gut? Sind das Sammelobjekte oder. Kann ich da eigentlich? Was ist da? Kann ich da. Da ist doch auch was. Ich weiß so viel nicht. Ich weiß noch so viel nicht. Aber ich glaube, ich muss eh da oben dann. Da will ich eh da auf irgendwo. Geh ich so richtig gerne mal da jetzt, oder? Ich hab die eh schon verwendet. Ich hab dich eh schon verwendet, ich geh da jetzt mal her. Es speichert. So, jetzt bin ich da herum. Kann ich das zerstören? Das können sie wahrscheinlich auch nehmen. Öffnen. So. Oh, 25 haben wir da schon. Wahrscheinlich schon 100.000 solche Dinge übersehen. Oder verpasst in dem Fall. Da geht's. Ah, Wahnsinn. Was ist da wieder? Ah, ist da wieder einer? Can you pick that up? Cool. Ah, das bringt mir auch wieder was ein. Und für was das gut ist, diese komischen. Was mache ich mit denen? Sammel, man sieht so komische Dinger, kann ich mir da noch was kaufen vielleicht? Oder? Ich habe keine Ahnung. Wir werden alles sehen. So, sonst ist da glaube ich eh nichts. Machen wir noch einen Impuls. Ja, so eine Katzenfamilie oder was, gell? Ja, die passt ja gut in den Garten auch bei uns. Mal sowas hätte ich gerne im Garten, ja? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Da habe ich jetzt irgendwas absorbiert oder so, gell? Ja, gut, ja. Man lernt hier in diesem Spiel. So jetzt, genau da muss ich um. Und ich habe mir gedacht, wie komme ich da vorher hin? Sonst ist da, glaube ich eh nichts. Gelernt, wir werden, ich da springen um. Wie viel sind wir überhaupt? 5 eh nur. Ruck! Genau. So, dort geht's weiter. Da geht's definitiv weiter, da drüben. Dann schauen wir da noch, ist da noch was? Aber da ist doch gerade, kann ich mich da? Da ist doch. Das komische Holz da. Das hat doch irgendeine Bedeutung da unten, oder? Oder komme ich da von da unten? Moment, von da komme ich oben. Da hinten, ums Eck. So, kann man das zerstören? Kann man nicht. Das kann es nicht. Ah, jetzt sind wir da. Genau, da, die kann ich. Was kann ich, was kann ich da machen? Was kann ich da machen? Das will irgendwas von mir. Kann ich da irgendwas? Gott verwenden? Ah, okay. Okay. Aber wie stark die sind, die Kleinen. Die haben eine Kraft. Ist das hier. Naja, gut, das ist ja gar nicht dann. Ist nur eine Abkürzung, oder? Obwohl, das ist wie unlogisch, oder? Brauche ich nicht. Wenn ich das sage, okay, da. Stützt es. Moment, wenn ich denen nicht sage, stützt das. Ah, das kann ich nicht, oder? Ich glaube, wenn es rot ist. Nein, kann man nicht. Man kann es immer nur dort hinstellen, wo es blau ist. Alles klar. Ja, aber für was ist das da nicht gut gewesen? Für was war das gut? Ich gebe das Objekt kurz wieder frei. Das Symbol da. Ja, nein, das ist nur der Pflug, dass man das nicht drohen können, ja. Glaube ich, oder? Aber für was das da oben gut war, jetzt frage ich mich. I don't know gerade.
Aber es ist wahrscheinlich jetzt nicht so wichtig. Ne? Ich halte mich da schon wieder unnötig auf. Überhaupt so ein glaube, die fahre wieder runter. Ich den ganzen Weg wieder gehen können. So, ist da oben was? Ist da noch was? Nicht. Ja, dann kennst du das drum da nur mal Rotte? Nein, die haben das einfach nur weggestellt, dass man da rauf kann. Das ist wahrscheinlich eine Abkürzung. Wenn ich mich da jetzt herstelle, kann ich rauf. Oder? Einer kann ich auch nicht. Kann ich auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Ist mir auch wurscht. Aber gesehen haben wir es. Dann gehen wir einfach weiter. Aber, erst das nächste Mal, meine Lieben. Weiter gehen wir erst das nächste Mal. Denn wir haben wieder die halbe Stunde. Und das nächste Mal, ja, ist dann Zeit genug, um dieses Spiel fortzuführen. Genau. Und da geht's dann das nächste Mal dann hier lang. Okay, meine Lieben, das war's. Soll's gewesen. Müssen wir auch schauen. Voll lieb. Ne? Das nächste Mal dann hier weiter. Ja, halt die Ohren steif. Bleibt's mal wieder treu. Das nächste Mal, dann sehen wir uns hier an Ort und Stelle wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.